Es sollte eigentlich hier jetzt auch noch der Friedrich Gehring sprechen. Er hat eine Online-Petition eingerichtet. Das möchte ich einfach schon mal bekannt geben. Er wird wahrscheinlich später noch mal hier sprechen. Es geht dabei um den Untersuchungsausschuss, der im Bundestag zu Stuttgart 21 beantragt worden ist. Dieser Untersuchungsausschuss ist leider von der Bundestagsfraktion der Grünen bisher noch nicht unterstützt worden. Und bei dieser man kann bei dieser Petition unserem Wunsch und unserem Willen Nachdruck verleihen, dass die Grünen sich diesem Antrag anschließen und dass es wirklich zu diesem Untersuchungsausschuss zu Stuttgart 21 kommen wird. Ich möchte an die Bitte von Hans jetzt auch noch was anderes anschließen. Es war gerade bei mir der Jürgen Merks und hat gesagt, es ist leider so, dass manchmal viele Leute sich Infomaterial von den Tischen holen. Und dazu ist es ja auch da. Aber es muss ja auch alles verfasst und gedruckt und verteilt und so weiter werden. Also bitte, eine herzliche Bitte, nicht nur den überall herumlaufenden fleißigen Sammlerinnen und Sammlern für die Montagsdemo was in die Dose reinstecken, sondern bitte auch an den Ständen, wo Infomaterial abgeholt wird. Dann wollte ich anschließen an die Untätigkeit der Bürgermeister und etwas in Erinnerung rufen, was letzten Montag hier im Rathaus abgegeben wurde. Es geht dabei um die Stadtteilgruppen. Wenn wir schon bei den Grünen sind, seit Ende November 2013 möchten die Stuttgarterinnen und Stuttgarter wissen, was aus ihren Anregungen geworden ist zu den einzelnen Stadtteilen. Sie suchen immer wieder das Gespräch mit dem Oberbürgermeister Kohn, der ja auch, als er im Wahlkampf stand und auch noch danach gesagt hat, er wollte ganz besonders wichtig, Entschuldigung, habe ich vertan, ganz besonders wichtig sei ihm in Stuttgart die Bürgerbeteiligung weiter auszubauen und bei politischen Entscheidungen nicht auf die Expertise der Bürgerinnen und Bürger zu verzichten. Bei dem Versuch, ihn direkt zu sprechen, ist aber aus dem Rathaus bisher immer wieder bedauernd gesagt worden, Herr Kuhns Terminkalender lasse bis auf Weiteres leider keine Begegnung mit den kritischen Bürgerinnen und Bürgern zu. Die Bürgerinnen und Bürger aus den verschiedenen Stadtteilinitiativen stellten darum in ihrer Presseerklärung, die sie begleiten, zu einem offenen Brief, den sie letzten Montag übergeben haben, ins Netz gestellt haben, fest, Kuhn hat keine Zeit für Bürger. Die Politik des Gehörtwerdens erweist sich wieder mal als reine Floskel. Herr Kuhn, wir fordern Sie auf, hier endlich aktiv zu werden und Ihren eigenen Worten auch Taten folgen zu lassen. Jetzt unser Hauptredner heute Abend zu unserer Stimmung bestimmt noch viel beitragen wird, bitte ich jetzt nochmal Bernd Köhler und Jan Lindqvist auf die Bühne. Sie werden uns jetzt nochmal etwas von Ihren schmissigen und vor allen Dingen von den Texten her auch sehr interessanten Liedern sagen. Vorher war es ja in Spanisch. Yes. Bernd, hast du da ein bisschen was dazu sagen können? Dazu habe ich was gesagt. Ich glaube, die Menschen waren aufmerksam genug. Ich leider nicht. Ich bin leider abgelenkt gewesen. Es tut mir leid. Der Stuttgarter ist aufmerksam genug.